Herzlich willkommen zurück zu Project Hospital, Folge 119. Und das ist unsere noch beschaulich daliegende Station für ansteckende Krankheiten. Und in der letzten Episode, wenn ihr sie gesehen habt, habt ihr festgestellt oder auch mitbekommen, dass an einem berühmten, nein, an einem beliebten Urlaubsort eine ansteckende Krankheit ausgebrochen ist. Und ich habe mich dazu entschieden, einfach alle Patienten zu übernehmen, die jetzt nach und nach, so denke ich zumindest, hier ankommen werden. Und das hier sind sie. Insgesamt 2, 4, 6, 8 Patienten, die jetzt zu unserer Notaufnahme gehen. Muss mal wieder hier meinen Gefahrenmodus anmachen. Und dann schauen wir jetzt gleich mal rein, nämlich in der Notaufnahme, wo sie ankommen und was so mit ihnen passiert. Ich werde das wie immer machen. Ich werde die gleich einfach mal auf meine Favoritenliste packen. So, hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Bei Julia Broder möchte ich zumindest behaupten. Achso, da sind wir schon da. Die könnten wir von der Favoritenliste runternehmen. Und hätten da unten wieder ein bisschen Platz gewonnen. Felix. Schauen wir auch nochmal rein. Der sieht soweit doch eigentlich schon ganz gut aus. Da müssen wir nichts mehr tun. Kann also auch von der Favoritenliste runter. Dann hätten wir Roderich. Da. Roderich. Ja, hat noch Hämoptysie. Hämoptyse. So könnte man es auch aussprechen. 1, 2. Oh Mann, ey. Manchmal denke ich schneller, als ich sprechen kann. Ja, gut, den können wir eigentlich auch runternehmen. Ne, als Favorit. Den können wir auch runternehmen. Ist soweit behandelt. Giftspinnenbiss ist, meine ich, auch unter Kontrolle. Dann hätten wir hier noch Monika, da wissen wir auch, was es ist. Die kann auch runter von der Liste. Pneumonie, Anke Warburg, die hatten wir gerade erst. Da warten wir nochmal. Dann hätten wir hier Laura. Okay, das sind also schon die 9. Alright. Das ist doch gut. Jana Lange. Gehört nicht zum Event, hat ein Knalltrauma im Brustbereich. Wie geht das? Fremdkörperentfernung, ja. Knalltrauma im Brustbereich. Das interessiert mich jetzt. Also Knalltrauma kenne ich. Von Explosionen oder sonstigen Sachen, dass das ein Trommelfell beschädigt ist. Aber Knalltrauma sind komplexe physische Traumata, die entstehen, wenn der Körper direkten oder indirekten Explosionen ausgesetzt ist. Okay, das würde ich anders beschreiben. Aber jetzt bin ich kein Arzt und auch nicht der Experte. Von daher werden die sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Ja, Ursula, du wartest jetzt mal bitte ganz kurz. Weil jetzt müssen wir erstmal uns um Jana Lange kümmern. So, machen wir mal die wesentlichen ersten Dinge. Also, sie kriegt jetzt Sauerstofftherapie und Abklopfen des Thorax, das werden wir natürlich durchführen, um mal zu gucken, was da noch los ist. Dann die Sono für die Fremdkörperentfernung. Ja, das machen wir dann vielleicht auch erst, wenn es denn soweit ist, ne? Erstmal machen wir jetzt die Sono noch und dann gucken wir hier mal, ein EKG bräuchte sie im Zweifel abhören. Lassen wir es mal laufen. Und sie kommt natürlich dann auf die Traumatologie, wo sie dann auch gleich noch behandelt wird. Und dann kriegt sie den unfallchirurgischen Brusteingriff. Natürlich kriegt sie den. So, gucken wir mal, was Laura denn zu sagen hat. Und dann muss ich noch bei der anderen Patientin reingucken, die ich nämlich gerade weggeklickt habe.
Ursula. Zuletzt Befragung. Ah, okay. Ursula ist eine von denen, die möglicherweise eine ansteckende Krankheit hat. Und Ursula ist auch hoffentlich jetzt auf unserer Favoritenliste, genau. Und da gucken wir jetzt mal rein. Wir fangen mal an mit der körperlichen Untersuchung, abhören. Sehr gut. Aber bei Laura wollte ich jetzt mal ganz kurz reingucken, weil Laura liegt ja hier vorne irgendwo rum. Ja. Komm. Körperliche Untersuchung. Und dann wird das schon. Wir haben eine ganze Menge Rote jetzt wieder, ne, reinbekommen. Gut, der kann schon mal nach oben. Geht auf die Isolationsstation, weil Ebola noch im Raum steht. Körperliche Untersuchung. Und dann gucken wir weiter. Kommt auch auf die Liste. Da brauchen wir das hier und das große Blutbild. Und dann wird geschaut, wie es weitergeht. Great. Also, Management kann ich. Ich fühle mich auch so, als wäre es noch alles unter Kontrolle. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Wir können Wetten abschließen. Wir haben noch 10 Minuten und 48 Sekunden Zeit. Na, das darf ich jetzt wieder nicht vergessen. Wir müssen dafür sorgen, dass die jetzt hier alle, die Teil des Events sind, schnellstmöglich behandelt werden. Er hier zum Beispiel ist Teil des Events. Befindet sich wo? Da vorne. Ansteckende Krankheiten. Virustatika. Gut, also jetzt gehen wir ganz, ganz zielgerichtet daran an die Geschichte. So, PCR-Test. Den machen wir auf jeden Fall. Und das hier wäre die mikrobielle Kultivierung. Machen wir da. Nur mal für den ersten. Für die erste Phase des Ganzen. So, Temperaturmessung, abdominales Abtasten werden wir natürlich noch durchführen. Temperaturmessung. So, ist ja schon mal auf gelb gesprungen, ist schon mal gut. So, Laura. Jetzt mache ich die hier nochmal alle weg, die Jungs und Mädels. Gut, gucken wir noch Barbarina rein. Grippe B oder Grippe A. Jeweils Virustatika. Nichtsdestotrotz unterscheidet es sich. Das heißt hier die serologische Blutuntersuchung, die den entscheidenden Hinweis geben wird. Wo haben wir sie? Da. Und beim Rest, ja. Temperaturmessung. Gucken wir da mal rein. Erstmal geht es jetzt darum. Gut, er ist Teil des Events. Das heißt, den können wir da auch schon mal... Ja, nee, machen wir trotzdem zu. Ich möchte, dass es nach und nach alle hier aufgerufen werden. Na, passt Ilse noch hin? Jo. Ilse passt noch hin. Also das ist auch immer ganz gut, wenn man diese Übersicht hier hat und dann einfach erstmal sehen kann, was ist überhaupt, ne? Wie sieht's aus bei euch? Wo wart ihr denn? Das interessiert mich auch nochmal. Wo wart ihr denn? So, hier haben wir schon was angeordnet. Dehydration. Ja. Gucken wir mal, wo sie ist. Da. Liegt da auf dem Tisch, wird beackert. Ursula. Ursula sitzt da, wird auch beackert. Grippaler Infekt. Okay. Da bin ich auch der Überzeugung, dass wir hier schon mal gucken sollten. Serologische Untersuchung. Was haben wir hier? Ja, das setzen wir nochmal an. Als ersten Punkt. Temperaturmessung. Ja, Inspektion der Mundhöhle. Das wäre dann das hier wieder, ne? Können wir vielleicht auch nochmal reingucken.
Okay. Lassen wir. Markus Jäger. Lassafieber oder Meliodose. Doxycyclin. Ist da etwas hoch ansteckend? Nein. Dementsprechend ansteckende Krankheit, stationäre Aufnahme. Großes Blutbild. Ich glaube, wir brauchen das Kleine auch, ne? Achso, aber da haben wir ja schon noch rumgedoktert. Also passiert ja gerade schon eine ganze Menge. Warten wir erstmal ab. Hier haben wir auch schon was angeordnet. Hier haben wir noch nichts angeordnet. Holger. Ja. Holger wird direkt hochgeschickt. Station für ansteckende Krankheiten. Isolationsstation. Körperliche Untersuchung. Und dann wollen wir mal gucken. Da brauchen wir nämlich wieder den RT-PCR-Test. Zum einen EGID-Test. Jo, dann passt das doch. Ich lasse das mal weiterlaufen. Da. Die beiden. Die gibt es jetzt. So, dann gibt es da oben das Magenmittel. Und dann gibt es das schon mal. Analgetika. Und das gibt es noch dazu. Benjamin Schulze. Zuletzt Befragung. Ja, zu dir wollte ich jetzt auch kommen. Gut, dass du nachfragst. Er hat genau das Gleiche. Geht nach oben auf die Isolation. Kriegt dann dementsprechend die beiden wesentlichen Untersuchungen zunächst einmal. Und dann wird alles gut. David Osterloh. Den haben wir auch schon mal nach oben geschickt. Oder? Nee, haben wir noch nicht, oder? Haben wir ihn schon nach oben geschickt? Aufnahme, Isolationsstation. Doch, haben wir gemacht. EGID-Proben brauchen wir auch hier. Genau, so. Und dann hätten wir zum Schluss noch Ilse. Sehr schön, dass die sich hier alle der Reihe nach melden bei mir. Ilse ist auch schon offensichtlich. Nee, Ilse sitzt hier unten. Okay, bei Ilse gucken wir mal rein, was es denn sein könnte. Fangen wir mit der körperlichen Untersuchung an. PCR-Test, ja, das wäre schon mal das Erste. Abklopfen Thorax, zack, PCR-Test werden wir noch machen. Das war hier vorne irgendwo. Bin ich jetzt wieder dran vorbeigehuscht. Da. Okay. Gut, also das sind unsere Patienten, die zum Event gehören. Laura, als hätten wir auf dich gewartet. Körperliche Untersuchung, wir warten drauf. Es ist entweder Ebola oder das Marburg-Fieber. Gut, auch sie geht hoch. Kriegt hier die Infusion, kriegt das hier schon mal, das hier und das hier. Und ja, Isolationsstationsaufnahme läuft schon mal. Alrighty. Dann brauchen wir auch da den RT-PCR-Test. Und im Vergleich dazu die EGID-Probe. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ursula. Ja, näher ran können wir leider nicht. Nichtsdestotrotz gucke ich ganz gerne zu, was jetzt hier passiert. Genau, schön die Hände waschen. Wir haben noch 10 Minuten und 10 Sekunden Zeit.
Ja, Dr., wie heißt er? Frank Schneider ist dabei. Lange Zeit für Betten. Es gibt keine weiteren Betten auf der Überwachungsstation. Da gucken wir doch mal. Und wieso denn Überwachungsstation? Ich möchte, dass er... Oh, gucke mal. Ja. Ist ja verrückt. Unsere Isolationsstation ist tatsächlich voll. Und da wollte ich ihn ja eigentlich hinschicken, weil er könnte ja immer noch Ebola haben, ne? Dann hilft es nichts, dann müssen wir ihn stationär aufnehmen. Oder ich müsste noch eine Überwachungsstation bauen. Da müsste ich mal gucken, was das kostet. Ach, Überwachungsstation. Also Isolationsstation, meine ich natürlich. Isolierstation, da. 6x6, kostet 11.000. Und hier sind wir bei 28,5. Wow. Ist natürlich, wenn du drei baust, gleich wesentlich günstiger, ne? Wir haben noch 25.000 auf dem Konto und ich will eigentlich nicht schon wieder noch weiter ins Minus abrutschen, zumal das halt auch nur bei den Events dann irgendwann auch voll ist, ne? Okay, komm. Ich werde mich dafür verfluchen später, dass ich das gemacht habe, aber ja, wir wollen ja auch, dass das klappt, ne? Nee, so bauen wir das nicht. Wenn, dann bauen wir das so. Und so bauen wir das auch nicht. Ja, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Platz, ne? Also vorne raus. Ja, schön ist es dann nicht mehr, ne? Aber warum auch nicht? Man kann ja hier so einen Lichthof quasi hinbauen. Das hätten wir jetzt quasi hier. So, nee, aber beim Bauen, wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich hier jetzt natürlich auch noch eine Tür reinsetzen, die anzeigt, Achtung, hier wird es jetzt gefährlich. Nicht Röntgen, Bio-Gefahrschutztür. Die hätte ich nämlich ganz gerne. Achtung, Achtung. Gefahr, Gefahr. Jo. Das sieht aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung aus. So, und jetzt drehen wir uns wieder in die Perspektive, die wir kennen, damit wir auch dabei bleiben. So, und jetzt kann er auch auf die Isolationsstation, ohne dass wir etwas machen müssen. Außer, dass wir jetzt natürlich wieder schweineviel Geld ausgegeben haben. Ja, und jetzt warten wir drauf, dass unsere... Ja. Minus 26.000, ne? Also minus 30.000 an Personalkosten. Jetzt warten wir drauf, zum einen, dass hier die Ameisen ankommen und dafür sorgen, dass der Schichtwechsel reibungslos vonstatten geht. Wollte ich gerade schnell vorlaufen lassen, weil ich der Meinung war, ach, das wird schon passen. Infusion. Natürlich. Erschöpfung. Ja, ich denke mal, da wird gleich ein Arzt angelaufen kommen. Hopefully. Da kommt einer. Ja, dann bin ich gespannt, was es denn jetzt noch sein könnte. Na, also wir warten ja darauf, dass diese Untersuchungen jetzt durchgeführt werden. Eigentlich hätten wir meiner Meinung nach genügend Ärzte, die das ausführen können. Es ist natürlich blöd, dass das wieder in den Schichtwechsel reinfällt. Aha. Anke Warburg. Lungen infiziert. Pneumonie, dann gibt es hier die Mukolytika.
Und dann warten wir noch drauf, dass die anderen Dinge hier gemacht werden. Ja, aber Anke ist leider Gottes auch keine Patientin vom Event. Aber Ursula. Ursula hat jetzt gerade ihre Probe abgegeben. Und jetzt findet die serologische Untersuchung statt. Und dann werden wir gleich wissen, zumindest ein bisschen mehr eingrenzen können, was es denn hiervon sein könnte. Hopefully. Markus. Markus, Markus, Markus. Liegt da rum und wartet auf den Onkel Doktor. Ja, weil auch da natürlich gerade Schichtwechsel ist. Oder er den anderen hier beackert hat. Auch möglich. Okay, da ist der Fahrstuhl gerade zugange. Und da kommt er. So, der Holger. Ja, dann macht er doch jetzt einfach mal das, was da alles angeordnet ist. Ich würde mit der Infusion IV anfangen. Es sind noch 8 Minuten 42, wir haben noch 0% geheilt. Bis zu Magenmittel, Antipyretika, Analgetika, NSAIDS, Infusion und ein bisschen Ruhe. Und dann wird das hoffentlich werden. Schön wäre jetzt natürlich, wenn auch gleichzeitig nochmal die Untersuchungen stattfinden, im Sinne von Probenentnahme, damit wir da zu einem Ergebnis kommen. Aber wer bin ich schon mit meinen Wünschen? Mega schmutzig hier. Oh, da ist auch einer. In Red. Benjamin. Ne, an den mangelnden Schwestern und so weiter dürfte es ja eigentlich nicht liegen. Vielleicht aber auch schon. Weil die jetzt gerade nachts alle hier voll ausgelastet sind. Weißt du was? Für die Nacht stellen wir einfach nochmal ein paar ein und zum Schluss werden wir sie wieder entlassen. Pfleger. Da. Nee, Schnecken wollen wir nicht. Da wissen wir es nicht. Nehmen wir erstmal sie. Und dann stellen wir doch nochmal eine zweite ein. Heidi, Heidi, Heidi. Ja. Dann nehmen wir Monika noch mit dazu. So, und jetzt haben wir zwei mehr, die direkt anfangen können, hier Dinge zu tun. Ja, du kannst auch arbeiten. Oder fehlt jetzt hier für die dafür der Arzt im Zweifel? Das könnte natürlich auch sein, ne? Dass das jetzt für die Medikamente nicht die Herren der Schöpfung sind, also Quatsch, die Pflegerinnen und Pfleger, sondern dass es hier jetzt Ärzte sind, die eigentlich gefordert sind. Ja, 450, 361. Holen wir noch einen dazu. Wo war der andere jetzt? Wohnt weit weg, aber kann trotzdem schon ein bisschen was. Okay. Diagnostik, genau. Und Diagnostik. Ja, Jungs, dann kümmert euch mal drum, dass das hier auch läuft. Bin gespannt, wo die hingehen, die Burschen. Aha, da. Julia. Ja. Felix.
Okay. Körperliche Untersuchung. Dann kann Dr. Tom Snu noch mal ein bisschen was machen. Ist schon mal das hier alles. So, und dann. Schicken wir ihn zur Neuro. Augentropfen, ja, den müssen wir nicht aufnehmen. Oh, Grippe A. Sehr gut. Ist das Nummer 1? Virostatika, Ruhe, Rainer Schulz. Holger Apelt hat Ebola. Jetzt wissen wir es. Dementsprechend kann es das hier werden. Und er hier ist gleich der Erste, der dann gehen darf. Ist auch wieder schön. So, Holger. Rehydration. Ja, nein, ich möchte ihn nicht nach Hause schicken. Sondern ich möchte, dass er jetzt das hier alles kriegt. Und dann wird er, weil er Ebola hat, natürlich auf die Station für hochansteckende Krankheiten zurückverlegt. Und dort kriegt er dann noch das experimentelle Serum. Und dann wird hoffentlich alles gut. Müssen wir denn noch irgendwas machen hier? Körperliche Untersuchung haben wir doch schon gemacht, oder? Machen wir ein bisschen langsamer wieder. Rainer Schulze. Genau. Ruhe. Bei Holger wollte ich jetzt nochmal gucken. Körperliche Untersuchung, abdominales Abtasten könnten wir hier noch machen. Und die Temperaturmessung haben wir da schon. Nope. Aber jetzt. So, Rainer. Rainer darf nach Hause. Hat uns 200 eingebracht. Herausragend. 12% haben wir geschafft. Und jetzt gucken wir mal bei Ilse Borngesser rein, welche sich auf dem Weg zum Labor befindet. Zuletzt PCR-Test. Okidoki. Dann gibt es schon mal das hier. Jetzt sind es nur noch zwei Sachen, die es sein könnten. Eine Bronchitis oder die Babesiose. Und hier kommt es jetzt darauf an, wie wir den Unterschied herausfinden. Röntgen, haben wir das schon durchgeführt? Ich vermute nicht. Mikrobielle Kultivierung haben wir auch noch nicht durchgeführt. Abdominales Abtasten, PCR-Test, den hatten wir jetzt gerade. Genau, körperliche Untersuchung, abhören. Das sind so die einfachen Dinge, ne? Abhören. Und bei der genau, Temperaturmessung wäre noch eins, aber da verlieren wir wieder Zeit, weil es das gleiche ist. Also wäre hier das Abhören jetzt nochmal von Interesse und dann das Röntgen des Torsos. Zack. Und dann sollte das hoffentlich zu einem Ergebnis führen. Achso, sie ist ja nicht Bestandteil des Events. Jonathan Fink auch nicht, weil er der Onkel Doktor ist. Julia Broder können wir auch entfernen. Und Holger Apelt. Und dann hätten wir hier noch Markus Jäger, der jetzt auch kollabiert ist. 6 Verstimmte. So, Defi natürlich. Lasserfieber oder das hier. Ja, dann fangt mal an, Jungs. Und sorgt dafür, dass das hier seinen richtigen Weg geht. Holger. Holger ist schon das zweite Mal kollabiert, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt wird's langsam eng. Es wird langsam eng.
Ja, und ab auf die Intensiv. Und dann gibt es dann hoffentlich gleich das hier noch. Dafür wissen wir bei Laura, dass zumindest was abgeschlossen wurde. Aber wir wissen immer noch nicht, was es bei Laura ist. So, wir warten also jetzt noch auf den EG-Test, ne? Aha, Lassa-Virus. Ansteckende Krankheiten, Virustatika. Ist jetzt nicht hoch ansteckend, ne? Genau. Markus. Das haben wir schon mal geklärt. 6 Minuten 38 noch. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Behandlung an sich. Virustatika. Es muss ihm nur noch verabreicht werden. Zwei Ärzte sitzen rum, haben nichts zu tun. Daran kann es also nicht liegen. Ja, und beim Rest wird sich zeigen. Wer ist das? Markus Peach. Ist das noch dazu? Frühsommer Meningoenzephalitis. Ja. Ja, meine Lieben. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Werden wir dieses Event schaffen in den nächsten 6 Minuten und ja, sagen wir mal 15 Sekunden. Kommen wir noch dazu, den Rest dieser Patienten hier zu diagnostizieren und dann auch zu helfen. Na, also 5 Diagnosen müssen wir noch stellen. Und das sind schon mal ein paar Sachen, die einfach noch nicht komplett klar sind, ne? Die es werden könnten. Ja, gut, wir können Fiebermessungen natürlich durchführen. Ach nee, haben wir schon. Serologische Blutuntersuchung haben wir gemacht. Laryngoskopie, das ist eigentlich auch immer etwas, was relativ einfach ist. Untersuchung der Nasennebenhöhlen. Grippaler Infekt, das haben wir gemacht. Körperliche Untersuchung, ne? Inspektion der Mundhöhle. Ja, das sollte dann erstmal reichen für den nächsten Schritt. Ja, und wie angesprochen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Werden wir das Event diesmal schaffen oder werden wir klaglos untergehen? Sang- und klanglos. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch kein Abo habt, drückt auch gerne auf den Knopf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Holger und all den anderen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Und bye, bye.